Stehle im Dezember bei Nacht. Der Weihnachtsmarkt musste schon vor langer Zeit schließen. Hinter erleuchteten Fensterscheiben werden Geschenke gepackt und Pläne für ein kalorienarmes Festmahl geschmiedet. Nur eine kleine, eingeschworene Gemeinschaft findet noch keine Ruhe. Das Team von Stehle TV hat sich in den alten Zeilen im Akasa versammelt und entzieht sich der gefühlsschwangeren Beschaulichkeit. Bei ohrenbetäubendem Gesprächslärm werden mehr oder weniger nützliche Informationen ausgetauscht. Pläne für die nächste Saison werden geschmiedet und natürlich wird auch der Mitglieder gedacht, die im vergangenen Jahr von uns gegangen sind, ohne dass neue hinzugekommen wären. Neben dem Genuss von guten Speisen und reichlich rotem Wein werden Überlegungen angestellt, wie der Alterspyramide der aktiven Stehle TVler an ihrer Basis mehr Substanz hinzugefügt werden könnte, bis das Gespräch schließlich im Geräuschpegel der Verbalkommunikation mehr und mehr versinkt. Weihnachten, das Fest der heiligen Familie, mag kommen. Aber immer wieder versucht man, sich in die Gefühlslage von Josef hineinzuversetzen, den einerseits Liebe und Vertrauen mit Maria verbindet, den aber stets aufs Neue auch Zweifel an Marias Geschichte von der jungfräulichen Empfängnis beschleichen. Hätte es vor 2000 Jahren schon DNA-Tests gegeben, ich glaube, Josef wäre der Versuchung erlegen, eine Probe ins Labor zu schicken und diese mit dem genetischen Code des verkündenden Engels vergleichen zu lassen. Aber leider ist dieser Aspekt der Weihnachtsgeschichte nicht verlässlich überliefert.